In alter Zeit soll sich ein Sonnenkult um die Belchenberge am Oberrhein gesponnen haben. Es hat sich vieles verändert seit den Zeiten der Kelten. Aber ein Sonnenaufgang ist ein Sonnenaufgang geblieben. Wenn die Theorie stimmt, dann hätten hier vielleicht schon Generationen von keltischen Druiden gestanden. Heute sind die von den Kelten gepflegten und ihren Druiden gelehrten Traditionen verloren gegangen. Bis zum Beweis des Gegenteils sind viele Deutungen und Theorien erlaubt. Es ist die Rede von welchem System oder gar vom Belchismus. Welche Hinweise gibt es, dass die Kelten und ihre Nachfolger, die Römer, nicht einfach nach Lust und Laune gebaut haben, sondern nach göttlichen Gesetzen, wie sie verstanden?